Ein prall gefüllter Plenarsaal. Eine CDU-Ministerin, die ihre Ideen zur Energiewende zum Besten gibt. Und eine Opposition, die schon während Lucia Puttrichs Rede aus dem Staunen und Kopfschütteln kaum noch herauskommt. Also eigentlich alles wie immer, wenn im Hessischen Landtag Politik gemacht wird. Mit dem kleinen Unterschied, dass es diesmal um eine wirklich große Sache geht. Dass die Energiewende kommt, steht außer Frage. Aber wie lässt sie sich erträglich und vor allem auch bezahlbar gestalten? Eines der Geheimrezepte der Umweltministerin lautet dabei, möglichst am Verbrauch zu sparen. Der Erfolg der Energiewende wird wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, wenig Energie zu verbrauchen. Und die Einsparpotenziale beim Stromverbrauch im privaten Haushalt sind enorm. Wir wissen, dass mit Gewohnheitsumstellungen alleine schon rund 100 Euro oder mit relativ geringen Investitionen 100 Euro pro Jahr einzusparen sind. Das Einsparpotenzial im Wärmebereich ist wesentlich größer. Um die Verbraucher zu entlasten, sollte nach Puttrichs Ansicht die Mehrwertsteuer gestrichen werden, die die Verbraucher auf die Umlage nach dem Gesetz für erneuerbare Energien zahlen müssen. Diese Umlage wird ihnen von den Energielieferanten in Rechnung gestellt. Ein Wegfall der Mehrwertsteuer könnte den Strompreis um bis zu 1,4 Milliarden Euro im Jahr verringern. Ein ganz heißes Eisen ist dagegen die Frage nach der Entlastung bzw. der EEG-Umlagenbefreiung für energieintensive Unternehmen. Hier will die Ministerin noch nachbessern, warnt aber gleichzeitig davor, dabei die internationale Wettbewerbsfähigkeit solcher Firmen zu gefährden. Das ist jedoch nicht das Einzige, was die Opposition an Lucia Puttrichs Regierungserklärung zu bemängeln hat. Frau Puttrich tut so, als ob die Energiewende in Hessen vorangehen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die Energiewende in Hessen kommt überhaupt nicht voran. Bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien sind wir auf dem letzten Platz aller Flächenländer, auf dem letzten Platz. Wir sind bei dem Thema Effizienz und energetische Sanierung ganz weit hinten. Der komplette Bereich Verkehr wird gar nicht angegangen. Die Energiewende in Hessen existiert einfach nicht. Wir messen Frau Puttrich an den Fakten. Hessen ist, und das hat eine Studie im Dezember gezeigt, zum dritten Mal in Folge Schlusslicht unter den bundesdeutschen Flächenländern bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Das ist ein Armutszeugnis. Dazu hat die Ministerin heute nichts gesagt. Sie hat 82 Einzelmaßnahmen erwähnt, die dieses Land umsetzen. Ich sage nur, das Sammelsurium an Einzelmaßnahmen ersetzt keine Gesamtstrategie. Wir brauchen eine Gesamtstrategie für die Umsetzung der Energiewende in Hessen. Diese fehlt bis heute. Der Opposition fehlt es bei Puttrichs Plänen also vor allem an einer klaren Struktur. Das sieht die Umweltministerin natürlich anders. Insgesamt sehe sich das Land Hessen nämlich in der Verantwortung für eine stabile und bezahlbare Energieversorgung. Und zwar sowohl für Unternehmen als auch für Privathaushalte.